Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Orga TV heute am 14. Dezember. Wie immer live um 18.18 Uhr vom Universitätscampus Saarbrücken. Heute haben wir folgende Themen für euch. Also wir waren letzte Woche auf der Kinderuni. Genau. Und wir haben die Siegerin von unserem Kneipentest interviewt. Das ist, war das Oho. Genau. Letzte Woche wollten wir das ja eigentlich schon spielen, aber wir hatten ja ein paar technische Probleme und das hat dann nicht so ganz geklappt. Aber wir wollen euch das natürlich nicht vorenthalten und das gibt es dann diese Woche. Genau, und zunächst kommen wir mal zu einem weniger schönen Thema. Also ihr habt das bestimmt alle mitbekommen, das schöne Studentenleben wird derzeit überschattet von den gewaltvollen Vorfällen, die letzte Woche sich am Universitätscampus ereignet haben. Ja, also es ist wirklich in allen Medien, jetzt hier mal ein Ausschnitt aus der Saarbrücker Zeitung. Es ist wirklich überall die Studentin, das war letzten Donnerstag ist passiert, genau. Gegen 16 Uhr, ist halt auf dem Weg zum Parkhaus überfallen worden und wurde dann gezwungen, nach Güdingen zu fahren. Genau, in ein Waldstück in Güdingen, dort wurde versucht, sie zu vergewaltigen. Sie konnte sich Gott sei Dank rechtzeitig noch befreien und hat bei Anwohnern geklingelt, die dann die Polizei alarmiert haben. Der Täter ist leider noch nicht gefasst, deshalb sagen wir hier nochmal die Täterbeschreibung, da die Uni sehr bemüht ist und die Polizei auch bemüht ist. Also 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß, also nicht sonderlich groß eigentlich, also für einen Mann relativ klein, trägt dunkle Haare, dunkle kurze Haare, meistens ein Dreitagebart. Genau. Von schlanker Statur. Keine und Brille und hat in den meisten Fällen einen schwarzen Kapuzenpulli an, soweit ich informiert bin. Ja, da einfach mal die Augen aufhalten und wir hoffen natürlich auf eure Zivilcourage. Ja, und auch zu dem Zweck, dass halt auch der Täter geschnappt wird oder dass auch vor allen Dingen Studentinnen wissen, wie sie sich in solchen Situationen verhalten sollen, wird es morgen, das ist dann der 15. Dezember, eine Veranstaltung geben, eine Infoveranstaltung. Zum Thema Wir pfeifen auf Gewalt wird das Ganze genannt. Es ist organisiert vom Gleichstellungsbüro und vom Landeskriminalamt. Genau. Und ja, dort wird halt Studentinnen geraten oder erzählt, wie man sich am besten in solchen Situationen verhält. Du hast jetzt gerade Studentinnen gesagt. Richtet sich das vor allem an weibliche Studenten? Es oder ist für alle offen. Für alle offen, aber ich denke, es ist hauptsächlich halt an Studentinnen gerichtet. Ja, von der Universität wird ja auch darum um Einsicht gebeten, dass halt auch immer Gruppen von mehr als drei Studentinnen zusammen jetzt zum Parkhaus gehen. Und sie haben jetzt auch eine Security-Hotline irgendwie eingerichtet, wo ein Security-Mann sie dann begleitet zum Parkhaus. Also kann man dann anrufen, wenn man irgendwo allein steht und sich nicht traut, runterzugehen. Ja. Genau. Hast du diese Nummer schon mal genutzt? Oder? Nee, noch nicht. Also meistens bin ich in Gruppen unterwegs auch und bis jetzt muss ich sie zum Glück noch nicht nutzen. Aber ich denke, wenn man dann wirklich ganz allein irgendwo steht, ist es schon ratsam. Hast du denn vor, in dem Seminar da morgen teilzunehmen? Ich habe währenddessen eine Vorlesung. Okay. Also ich werde wahrscheinlich nicht hinhauen, aber trotzdem. Also für Sicherheit alle geht doch vor. Ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, im Gebäude B41, also dort, wo auch der Audimax ist, im Raum 019. Also ja, dort findet das statt von 12 bis 13 Uhr. Und es werden halt Themen behandelt, ja, wie verhalte ich mich, wenn ich mich irgendwie verfolgt fühle. Also Tipps dafür, dass man dann halt öffentliche Plätze aufsucht oder auch Leuten mitteilt, dass man irgendwie das Gefühl hat, dass man verfolgt wird. Oder, was man bei einem Angriff tut, also wie man sich am besten verhält dann. Ja. Okay, also hört sich definitiv informativ an. Ja, ich denke auch, vor allen Dingen, wenn sie auch halt diese Trillerpfeifen verteilen, das ist, glaube ich, auch ganz gut, dass man sich dann halt wirklich bemerkbar machen kann. Okay, alles klar. Wir haben darüber auch einen Beitrag gedreht von Orga TV und den möchten wir uns natürlich jetzt noch gerne anschauen. Viel Spaß dabei. Am 8. Dezember 2011 kam es an unserer Universität zu einem Überfall. Eine Studentin wurde mit einer Waffe bedroht und gezwungen, mit dem Täter zu einem abgelegenen Waldstück zu fahren, wo sie gefesselt und fast vergewaltigt wurde. Doch dies war nicht der erste Angriff an weiblichen Studentinnen in den vergangenen Wochen. Die Polizei ermittelt bereits in 8 ähnlichen Fällen. Die Beschreibung der Täter ähnelt sich in jedem dieser Fälle. Es handelt sich dabei um einen 23- bis 30-jährigen Mann, 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß. Die angegriffenen Frauen waren bis jetzt immer alleine zu Fuß unterwegs. Wie sicher ist es an unserer Universität?
Herr Stefan Lasotta, der Pressesprecher der Saarbrücker Polizei, hat uns folgende Fragen beantwortet. Herr Stefan Lasotta, wann wurde der erste ähnliche Fall registriert? Wir verzeichnen in den Monaten November und Dezember insgesamt 8 Fälle, von denen wir allerdings noch nicht genau wissen, ob die wirklich in Verbindung miteinander stehen. Der erste Vorfall ereignete sich am 7. November in Dudweiler. Okay. Und glauben Sie, dass die Universität mit den Sicherheitsmaßnahmen früher reagieren sollte? Seitens der Polizei wurde ein Streifenkonzept ins Leben gerufen, um die Sicherheit der Studenten im Bereich der Universität zu erhöhen. Okay, was sollte man machen, wenn man Informationen hat, die der Polizei helfen können? Wenn Sie Informationen haben, die uns helfen können, bitten wir Sie darum, die Polizei zu benachrichtigen. Am besten unter der Rufnummer in Saarbrücken 962 29 33. Eine letzte Frage habe ich noch, und zwar, wie soll man sich als Student oder Studentin am besten verhalten, wenn man alleine abends unterwegs ist? Bis jetzt war es so, dass der unbekannte Mann Studentinnen immer dann angegriffen hat, wenn sie alleine waren. Falls es möglich ist, sollten sich Studentinnen nicht alleine auf dem Unicampus bewegen, sondern mit einer Bekannten oder Freundin zusammen oder in kleineren Gruppen. Wir wissen schon, dass ein Begleitservice für die Studentinnen angeboten wird. Doch die Nachfrage ist so groß, dass nicht alle Aufträge erfüllt werden können. Zusätzlich wurde die Sicherheitskontrolle verstärkt, und die Parkhäuser werden zurzeit oft überwacht. Fühlen sich die Studentinnen an der Universität sicher? Und sind Sie der Meinung, dass die Medien ein bisschen übertreibt? Orga TV hat nachgefragt. Also seit dem Vorfall hat sich schon ein bisschen verändert, weil man schaut schon, dass man irgendwie in Gruppen dann zum Parkhaus läuft und man fühlt sich einfach nicht mehr sicher an der Uni. Nee, ich fühle mich auch nicht sicher und ich lasse mich jetzt auch eigentlich immer abholen. Weil ich traue mich auch gar nicht mehr allein ins Parkhaus zu laufen. Also ich fühle mich eigentlich schon sicher. Ich habe jetzt keine Angst, weil ich habe meinen Bruder immer dabei, der studiert mit mir. Von daher habe ich jetzt eigentlich keine Angst. Also ich fühle mich schon sicher. Aber ich finde, die Parkplätze müssten schon beleuchtet werden. Also das ist schon so, ja, der Nachteil. Also ja, grundsätzlich ist es im Moment schon ein komisches Gefühl, jetzt allein ins Parkhaus zu gehen. Deswegen schaue ich dann auch immer, dass ich mit anderen dann zusammen ins Parkhaus gehe nach der Vorlesung. Und ich habe ja auch gesehen, dass dann eben jetzt auch Aufpasser oder so irgendwas im Parkhaus steht. Solange ist das okay, aber es ist generell schon komisch, gerade im Dunkeln dann allein runterzugehen. Es ist schwierig einzuschätzen. Also am Anfang dachte ich auch, es ist ein bisschen Panikmache. Aber dadurch, dass es das jetzt schon auch, dass irgendwie überregional auch im Fernsehen läuft und andauernd was in der Zeitung steht, muss ja schon ein bisschen was dran sein. Und es sind ja auch immerhin 8 Fälle, wo was passiert ist, jetzt nicht ganz so extrem wie im letzten, aber es ist schon beunruhigend. Ja, also ich denke das auch, dass es schon eine ernste Sache ist und vielleicht haben die Medien doch ein bisschen spät reagiert, weil ja schon vorher Vorfälle waren und das hätte man vielleicht auch können verhindern. Also es kann wirklich überall passieren, das ist schon richtig, aber ich finde, man hätte wirklich viel früher darauf reagieren müssen, weil es kam zu spät, weil es waren ja schon Vorfälle früher da, ja, und man hätte das schon warnen müssen, also da finde ich es halt nicht übertrieben, ja. Ja, also ich finde halt grundsätzlich, man sollte auf sowas immer achten und bevor man dann lieber zu wenig macht, sollte man dann sich wirklich lieber dann mehr machen und dann auch lieber die Ängste und so weiter ernst nehmen und dann halt natürlich auch, klar, lieber mehr gucken und lieber mehr dann aufpassen, wie dass man dann nachher zu wenig macht, dann wieder sowas passiert. So, da sind wir wieder zurück im Studio. Ja, also dieser Sicherheitsbegleitservice ist natürlich eine gute Sache. Ja, und die Infoveranstaltung morgen, da gibt es auch ein Formular dazu. Findet man auf der Seite der Universität. Also da sind wichtige Verhaltenstipps drauf. Wir werden das aber auch noch auf unserer Seite bei Facebook, orga.tv oder olga.tv. Genau. Wir haben jetzt 2 verschiedene, werden wir das auch noch online stellen. So, wie schaffen wir jetzt die Überleitung zum nächsten Thema, ohne dass da eine Assoziation entsteht? Also als nächstes Thema haben wir die Kinderuni. Ja, die findet 4-mal im Semester statt und richtet sich vor allem an Kinder zwischen 8 und 14 Jahren. Die dürfen da teilnehmen und es werden immer
alltägliche Themen behandelt, also nicht so extrem wissenschaftlich alles erörtert. Also ein bisschen spannender als die normalen Vorlesungen sind sie bestimmt. Ja, ich nehme es auch an. Ja, und diese Veranstaltung, die findet, wie schon erwähnt, viermal im Semester statt, jeweils an einem Mittwoch. Das Ganze beginnt dann immer um 16 Uhr und zieht sich so über eine Dreiviertelstunde. Also eine Dreiviertelstunde dauert die Vorlesung und danach ist dann auch meistens eine Fragerunde. Ja, und die Eltern, die sollen nicht dabei sein. Also die Kinder sitzen dann meistens im Audimax und die Eltern nebendran in einem anderen Raum und können dann das Ganze per Video übertragen, wie Videoleinwand mitverfolgen. Vorlesung von einer Dreiviertelstunde ist eigentlich ganz dankbar. Also ja, wie eine Schulstunde. Das sollte man uns auch mal nochmal einführen. Das war immer ganz angenehm in der Schule. Und die Uhrzeit ist auch in Ordnung, 16 Uhr. 16 Uhr, das kann man haben, da kann man ausschlafen. Das ist auf jeden Fall gut. Und, dieses Mal war ein Thema, also letzte Woche fand das statt um 16 Uhr. Wir konnten leider nicht vor Ort sein, weil wir ja hier immer die Sendung fleißig vorbereiten. Letzte Woche war Thema, glaube ich, der Klimawandel. Genau, Erderwärmung, ja, genau. Eine Professorin hat das gehalten. Ja, ganz interessant. Also die Kinder waren, glaube ich, begeistert davon. Ja, und die nächste Kinderuni findet am 8. Februar statt mit dem Thema, warum stürzen Computer ab? Ist vielleicht auch ganz interessant für unser Orga-TV-Team. Genau, da sind wir wieder bei der Panne von letzter Woche. Von letzter Woche, für die wir uns auch nochmal entschuldigen müssen. Wir werden die Kinderuni natürlich auf jeden Fall besuchen, dann wird es definitiv nicht mehr passieren. Wahrscheinlich, genau, wenn wir dann erfahren, wie das funktioniert. Warst du mal bei der Kinderuni? Also nee, gab es das zur Zeit schon? Ich weiß nicht genau, also ich glaube, es gibt es seit 2005. Ich war da noch nicht. Nee, hättest du schon hingegangen. Nee, da waren wir schon ein bisschen zu alt dafür. Ja, nee, ich wäre glaube ich auch nicht so mein Thema gewesen. Ja, wobei die Vorträge eigentlich ganz interessant sind. Also es haben auch schon BWL-Professoren Vorlesungen gehalten, also unter anderem auch Frau Krüppel-Klein oder Professor Kussmaul. Also da sind immer auf jeden Fall interessante Themen dabei auch. Okay. Ja, hört sich definitiv interessant an. Ja, aber im Alter von 8 bis 14. Also, Darf ich da nicht mit? Nee. Ja. Nee, und wir waren natürlich von OrgaTV auch vor Ort, haben da auch einen schönen Beitrag gedreht und auch die Kinder zu ihren Meinungen gefragt. Und es sind auch ganz interessante Sachen dabei rausgekommen. Ja, aber wir wollen euch den natürlich auch nicht vorenthalten. Genau. Geht selbst. Viel Spaß. Hallo liebe OrgaTV-Zuschauer, heute sind wir bei der Kinderuni, wo die Kleinen mal ganz groß sein dürfen. Professor Dr. Dieser Haas hält einen Vortrag zu dem Thema Klimawandel. Aber seht selbst. Jetzt geht's rund. Wir verziehen uns jetzt, damit die Kinder ungestört der Vorlesung folgen können. Schauen wir mal, wie die Eltern sich die Zeit vertreiben. Nebenan sitzen die Eltern und verfolgen die Vorlesung per Bildschirm. So, bei uns ist jetzt die Frau Stollner-Müller. Ihre Tochter nimmt auch an der Kinderuni teil. Wie alt ist denn Ihre Tochter? 13 Jahre. 13 Jahre alt. Wie kam sie denn dazu, dass Ihre Tochter heute teilnimmt? Durch die Saarbrücker Zeitung. Da haben Sie das gelesen oder wurde Ihre Tochter darauf aufmerksam? Nein, ich habe das gelesen. Und wie ist das abgelaufen? Haben Sie dafür angemeldet oder einfach sind Sie hierher gekommen? Nein, ich habe sie angemeldet und dann hat sie das zugeschickt bekommen und dann sind wir hierher gekommen. Was halten Sie denn allgemein davon, dass das angeboten wird? Finde ich ganz toll. Doch, ja. Okay, vielen Dank. So, jetzt fragen wir unsere Kleinen, die es gefunden haben. Wer bist du denn? Daniel. Und wie alt bist du? 8. Und du? Ich bin Dennis und bin 9. Seid ihr zum ersten Mal da oder wart ihr schon mal da? Wir waren schon 6 Mal oder so da. Schon 6 Mal wart ihr da? Und wie gefällt euch das so? Gut. Gut. Hat eure Mama euch dafür angemeldet oder macht ihr das mit der Schule? Unsere Mama hat uns angemeldet. Super. Und habt ihr viel gelernt heute? Ja. Ja. Und was fandest du bis jetzt am besten? Heute. Heute über Klimawandel fandst du am besten. Und wisst ihr schon, was ihr mal werden möchtet? Und du? Politiker. Politiker möchtest du mal werden. Warum möchtest du Politiker werden?
Keine Ahnung. Ich denke einfach so. Das ist super. Okay, danke schön, ihr zwei. So, jetzt ist die Julina bei uns. Julina, wie alt bist du denn? 9 Jahre. 9 Jahre alt. Und warst du heute zum ersten Mal auf der Kinderuni? Ja. Wie hat es dir gefallen? Sehr gut. Sehr gut. Und hast du viel gelernt über das Thema? Ja. Ja. Und willst du nochmal kommen? Ja. Weißt du schon, was du mal werden möchtest, wenn du groß bist? Lehrerin. Lehrerin? Warum möchtest du Lehrerin werden? Weil das Spaß macht, Kinder was beizubringen. Macht dir die Schule auch Spaß? Ja. Gut, dann Dankeschön. Bei mir sind jetzt Marie-Christine und Katrin. Wie alt seid ihr denn? Ich bin 8. Ich bin 11. Und wie fandet ihr es heute auf der Kinderuni? Schön. Gut. Fand's auch gut. Seid ihr zum ersten Mal da oder wart ihr schon mal da gewesen? Wir waren schon mal da. Wart ihr schon mal da gewesen? Welches Thema hat euch besser gefallen? Das von heute. Heute? Was hat dir heute gut gefallen an dem Thema? Bei den Tieren. Ja, mit den Tieren. Ja. Die Tiere haben euch gut gefallen. Und habt ihr gesagt, Mama, ich möchte mal zur Kinderuni? Oder hat die Mama gesagt, kommt mal mit, ich habe das gesehen? Nein, die Oma hat das in der Zeitung gesehen und hat uns angemeldet. Ah, die Oma hat das gesehen, super. Und wisst ihr zwei schon, was ihr mal werden möchtet? Ja, ich mag Tierärztin werden. Tierärztin werden und du? Tierärztin. Was ist denn euer Lieblingstier? Pferd, Hund, Katze. Und bei dir? Bei mir ist ein Hamster, Hase, Katze, Hund und Pferd. Also alles, was kuschelig ist. Gut, danke schön, ihr zwei. Bei uns ist Professor Diester Haas, die eben die Vorlesung gehalten hat zu dem Thema Klimawandel. Zum wievielten Mal nehmen Sie denn an der Kinderuni teil? Ich nehme jetzt zum zweiten Mal teil. Was war das Thema davor gewesen? Das erste Mal ging es um den Golfstrom, als die Wissenschaft noch glaubte, dass der Golfstrom vielleicht versiegt und Europa in einer Eiszeit landet. Aber dieses Wissen ist inzwischen überholt. Wie funktioniert denn die Themenauswahl für die Kinder? Uni. Ja, ich nehme aus dem Bereich, der mir am Herzen liegt, und mir liegt am Herzen die Änderung des Klimas, die vom Menschen hervorgerufen wird, und möchte damit die Kinder sensibilisieren für diese Problematik, was offensichtlich auch gelungen ist. Ne? Denn nach der ersten Kinderuni, da waren die Kinder so betroffen durch die Erwärmung, und da fragte ein Kind mit Tränen im Auge, was kann ich denn dagegen tun? Ich glaube, wir fahren jetzt nur noch mit der Pferdekutsche. Also sind Ihre Erfahrungen positiv mit der Kinderuni? Also Sie erfassen das und konzentrieren sich dann auch die Zeit über? Ja, also ich hatte schon den Eindruck, auch heute war es etwas unruhiger als beim ersten Mal, aber dadurch, dass so viele mit sich gemeldet haben oder Zwischenrufe gemacht haben, hatte ich schon den Eindruck, dass die sehr aufmerksam dabei sind. Und wenn einige Zappelphilipp dabei sind, die gibt es immer, das ist nicht weiter aufregend. Super, vielen Dank. Bei uns ist jetzt Professor Dr. Tack, der die Kinderuni organisiert. Wie lange machen Sie das denn schon? Ja, seit Beginn des Ganzen. Das war 2005. Das heißt also, wir sind so 6 Jahre dabei, ja. Seit 6 Jahren gibt es das denn schon. Für Kinder, in welchem Alter ist die Kinderuni denn gedacht? Die ist gedacht für Kinder ab 8. Wir sagen immer 8 bis 14. Das heißt in der Praxis aber, es kommen 8, 9 und ein bisschen 10-Jährige und dann bricht's ab. Wissen Sie vielleicht, woran das liegt? Ich glaube ja. Es war am Anfang ein bisschen anders. Da zog sich etwas weiter nach oben hin. Aber wir beobachten ja ohnehin, dass der Zustrom zur Kinderuni, wenn wir 5 Jahre zurückschauen oder 6 Jahre zurück, dass der also deutlich schwächer geworden ist. Und das hängt sicher damit zusammen, dass die Schulen heute viel mehr Zeit in Anspruch nehmen als früher. Da gab es morgens Schule und nachmittags hatte man Zeit für eigene Aktivitäten. Und das ist heute kaum noch. Wie funktioniert denn die Themenauswahl für die Kinderuni? Das ist eigentlich zunächst mal eine Auswahl der Personen, die es machen. Das hat sich im Laufe der Zeit auch geändert. Als das Ganze neu war, schrie natürlich jeder, ich möchte auch mal. Okay, das war, solange es neu war. Und dann gab es so eine Zeit, wo ich versucht habe, mit Rundschreiben Kollegen zu animieren, mitzumachen. Das ging eine Zeit lang auch gut. Und als das schwieriger wurde, kam ich dann auf die Idee, doch mal alle zu fragen, die schon mal dabei waren. Ihr kennt doch eure neuen Kollegen und wer ist denn da und was meint ihr wer? Und so kommt man dann also an Kollegen, die bereit sind mitzumachen, die fragt man dann, worüber meinst du, möchtest du reden? Sodass also die Themen im Grunde immer von denen, die es gestalten, kommen. Wie sind denn Ihre Erfahrungen mit der Kinderuni? Kommen oft Kinder wieder und wie nehmen Sie denn das ganze Wissen auf? Wie Sie das Wissen aufnehmen, darüber wissen wir leider sehr wenig. Wir hoffen, dass Sie auch wiederkommen bei anderen Veranstaltungen, denn
Die Uni des Saarlandes zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie ein Riesenangebot hat für Schüler. Da gibt es also Schülerlabore, da gibt es Arbeitsgruppen für alles Mögliche und, und. Und die Kinderuni ist ja so ein bisschen der Einstieg für die ganz Kleinen, und mit den Älteren geht es dann weiter. Es wäre also interessant zu sehen, wie weit kommen die dann in anderen Veranstaltungen wieder und wie weit werden sie irgendwann auch unsere Studenten. Leider wissen wir das nicht so genau. Die Kinder sind im Allgemeinen begeistert, sie kommen wieder. Im Mittel kommen sie so 3-4 Mal wieder, also sind so 2 Jahre dabei. Vielen Dank. So, da sind wir wieder. Wer letzte Woche zugeschaut hat, hat gesehen, dass wir hier feinen Glühwein gemacht haben. Das Rezept wollen wir euch natürlich auch nicht vorenthalten und werden es noch im Laufe der Woche bei Facebook online stellen, damit ihr den Glühwein genauso schmackhaft verzehren könnt wie wir. Ich hoffe, wir bekommen das Rezept nochmal zusammen, weil das war ja eher so eine Eigenkreation, aber hat wirklich gut geschmeckt. Also war zu genießen, auf jeden Fall. Muss ich jetzt auch sagen. Nee, war fein, wirklich. Ja, vielleicht bekommen wir ja auch noch Schnee am Wochenende, wer weiß. Ja, dann wird es sich ja lohnen, vielleicht wieder auf den Weihnachtsmarkt zu gehen und da auch Glühwein zu kosten. Genau, denn am Wochenende ist auch Midnight Shopping. Da können, von Samstag auf Sonntag, genau, oder? Also von 20 bis 24 Uhr haben die Läden da geöffnet. Zusätzlich zu den normalen Zeiten kann man auch gut Weihnachtsgeschenke noch kaufen. Wer wie ich noch keine Weihnachtsgeschenke hat, immer noch nicht. Oh Gott. Ja, gut, gibt ja jetzt auch Internet. Das stimmt. Ja, daher, und ja, wäre schön, wenn ein bisschen weihnachtliche Atmosphäre mal aufkäme. Und aufgrund des Unistress kommt da leider gar nichts auf. Was machst du in Weihnachtsferien? Weißt du das schon? Nee. Irgendwas geplant? Noch gar nichts geplant. Ich bin unterwegs für Orga-TV. Ja, ja, stimmt. Ja, nächste Woche haben wir auch noch ein Highlight, denn wir haben unsere Weihnachtssendung. Da wird Professor Scholz auch in der Sendung sein. Und die neuen Lehrstuhlmitarbeiterinnen werden vorgestellt, beziehungsweise, ja. Genau. Und ein bisschen weihnachtlicher Smalltalk findet statt. Ja, genau. Und wo waren wir am Wochenende? Was haben wir noch am Wochenende für euch? Zum einen findet am 16.12. Key-Club statt. Genau. Secret ist das in der Mainzer Straße. Der Eintritt für Frauen ist bis 1 Uhr kostenlos. Also das lohnt sich, denke ich, dorthin zu gehen. Mhm. Für Männer vor allen Dingen, weil die Frauenquote wahrscheinlich hoch sein wird. Aber die müssen dann auch Eintritt bezahlen. Ja, die müssen dann auch Eintritt bezahlen. Dann haben wir im Secret, haben wir am Freitag oder so, Samstag, ich weiß nicht. Samstag. Okay, Samstag ist I Love New York, also das ist ja auch so eine Kultparty, da ist, denke ich, immer relativ viel los. Mhm. Und was haben wir noch im Angebot? Und wir haben im Seven Roter Raum, also das ist auch so eine bekannte Studentenparty, die fand früher immer im Scala bzw. Kamera 2 Kino statt, daher auch der Name Roter Raum, weil der Kinosaal immer rot ist und ja, ist, denke was ich auch ganz noch gut gelesen habe, die Asta veranstaltet auch noch eine Party, und zwar am 22. Das ist ein Donnerstag, und zwar eine Weihnachtsfeier im Seven. Karten kosten, glaube ich, an der Abendkasse 6 Euro und bei der Asta gibt es sie für 4 Euro zu kaufen. Also ist auch vielleicht ganz interessant. Aber habe ich heute auch erst bei Facebook gelesen. Okay. Ist, glaube ich, noch nicht so lange bekannt. Ja, wenn es Karten gibt, informieren wir euch. Ja, wir haben letzte Woche ja ein kleines Fauxpas gehabt, auch ein Computerabsturz. Deshalb konnten wir euch den Beitrag von unserer Gewinnerin des Kneipentests nicht zeigen. Gewonnen hat es Orum. Und wir haben hier ein Interview geführt mit der Betriebsleiterin. Und ja, das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Das schauen wir uns jetzt mal an. Genau. Viel Spaß. So, liebe Zuschauer, wir sind hier im Oro. Wir waren da letzte Woche zu unserem Kneipentest und das hat uns sehr gefallen. Vor mir sitzt Jo, die Betriebsleiterin. Richtig. Richtig. Also, ich habe ein paar Fragen. Gerne. Wir haben letztens gemerkt, dass Oro eine Auszeichnung für familienfreundliches Unternehmen gewonnen hat. Ja. Kannst du uns was dazu erklären? Gerne. Das mache ich. Darüber rede ich gerne, über das Thema. Familienfreundliches Unternehmen aus dem Grunde, weil wir Wert darauf legen, Mitarbeiter einzustellen, die motiviert arbeiten natürlich, die zwar hier und da Probleme zu Hause haben, wie zum Beispiel pflegebedürftige Eltern oder Oma, Opa, oder auch Mitarbeiter, die Kinder haben, alleinerziehend sind und aus dem Grund familienfreundlich, das ist von der IHK ins Leben gerufen worden, dass solche Betriebe sich melden können,
an einem Wettbewerb teilzunehmen. Das habe ich einfach gemacht. Ich hätte nie damit gerechnet, dass wir die Auszeichnung bekommen, aber wir haben sie bekommen, weil ich halt solche Mitarbeiter einstelle. Habt ihr viele Studenten, die hier als Teilzeit-Servicekräfte arbeiten oder wie? Ja, in der Frühschicht und in der Spätschicht, ja, freitagsseits. Und können Sie das flexibel mit Ihrem Studium aufteilen? Bist du da ein bisschen auch flexibel mit ihnen, wenn sie sagen, an dem Tag kann ich nicht, weil ich da Vorlesungen habe, oder wie läuft das? Also ich bin da so flexibel, dass es manchen schon gar nicht mehr gefällt, okay. Weil ich der Meinung bin, dass du nur motivierte Mitarbeiter hast, wenn du dich ihrem Plan anpassen kannst. Mhm. Und das ist bei uns möglich, weil ich arbeite ohne Dienstplan. Und bist du der Meinung, dass auch für Studenten was für die Zukunft bringt, wenn sie während ihres Studiums ein bisschen im Bereich Gastronomie arbeiten? Ich bin davon überzeugt, dass es kaum einen anderen Beruf gibt, einen anderen Berufszweig, wo man jobben sollte als Student, egal in welche Richtung er beruflich geht. Das ist die größte Plattform, wo du alles brauchst, was du, um fürs Leben auch gerüstet zu sein. Psychologie, du musst mit Großen, mit Kleinen, du musst mit älteren Menschen, du musst mit Kindern können. Du musst mit schwierigen Menschen zurechtkommen. Also für mich hat das nicht nur mit Dienstleistung zu tun, Getränk und Essen an den Tisch zu bringen, sondern den Menschen auch zu erkennen. Und das brauchst du auch fürs Leben. Man muss auch unter Druck arbeiten können. Richtig. Du musst sehr stressresistent sein, gerade hier im Haus, weil wir ein großes Haus sind. Und von daher, ja, finde ich sehr, sehr wichtig. Das ist ein multifunktionaler Job. Seit einer Woche haben wir ein neues Rauchverbot gesetzt im Saarland. Richtig, seit Donnerstag. Ja, und das hat bestimmt Oro betroffen. Ihr habt hier einen ganz großen Raucherbereich. Ja. Glaubst du, dass dadurch Verluste entstehen? Und wenn ja, wie wirst du sie kompensieren? Ich glaube nicht, dass wir dadurch Verluste hinnehmen müssen. Also nicht nur, ich glaube nicht, ich sehe das, dass es nicht gar keinen Einschnitt bewirken wird. Weil ich bin der Meinung, dass Gastronomie nicht mit Rauchen oder Nichtrauchen zu tun hat, ob du dadurch Gäste ins Haus holst oder vertreibst. Also ich bin der Meinung, Gastbindung sollte anders stattfinden. Das ist auch der Grund, warum halt viele Studenten hier anfragen, ob sie hier arbeiten dürfen. Weil du mit Menschen in Kontakt kommst und nicht mit Rauchern und Nichtrauchern. Da steckt zwar ein Mensch dahinter, aber ich bin der Meinung, dass ein Nichtraucherbereich genauso viel Interesse zeigt wie ein Raucherbereich. Es wird nur verlagert. Bei uns rauchen die Raucher jetzt im Hof oder vor der Tür. Und die, die gerne hier ins Haus kommen, die werden uns erhalten bleiben, auf jeden Fall. Ich bin auch der Meinung, viele sind wegen den Getränken und das Essen auch hierher gekommen und das wird sich nicht ändern. Wegen der netten Studenten auch. Wegen der netten Servicekräfte. Ja. Okay. Wir bieten einen sehr netten Service, ja. Ja, das haben wir auch erster Hand überprüft letzte Woche. Das ist schön. Ja, wir bedanken uns sehr für deine Zeit. Ich weiß, du hast immer abends sehr viel zu tun. Ja, das stimmt. Und hoffentlich sieht man sich öfter hier im Oro. Ich würde mich freuen. Dankeschön. Okay. So, da sind wir wieder zurück im Studio. Ja, Weihnachten und Silvester rückt ja jetzt immer näher. Hast du schon was geplant für Silvester oder irgendwelche Vorsätze fürs neue Jahr? Vorsätze? Ich möchte bleiben, wie ich bin. Nee, natürlich nicht. Ich möchte ein bisschen fleißiger ans Studium rangehen. Das nimmt man sich aber, glaube ich, ja, jedes Semester so dieses, vor, oder? Das ist so typisch, was man sagt. Ja, nächstes Jahr mache ich viel mehr. Nächstes Semester wird alles anders. Und dann im Endeffekt ist es doch nicht so. Ja, und bei dir? Hast du irgendwelche Vorsätze? Ja, das eigentlich auch, dass man vielleicht ein bisschen mehr macht für die Uni, aber... Ja, und dieses Orga-TV, unseren Beitrag noch erfolgreich. Genau, jetzt muss nämlich jeder von uns muss noch einen eigenen Beitrag drehen über die Arbeitswelt. Genau, wir verfilmen das neu erschienene Buch von Professor Dr. Scholz. Genau. Ja. Und dann hat jeder ein Kapitel zugeteilt bekommen und das wird dann verfilmt. Ich habe Motivation, das ist eigentlich ein ganz gutes Thema. Ja, das ist ein ganz dankbares Thema, denke ich mal, auf jeden Fall. Wirklich ganz gut. Mhm. Und da fangen wir jetzt, ja, die Weihnachtsferien werde ich wahrscheinlich damit beschäftigt sein, zu drehen und zu schneiden. Fährst du nicht weg über Weihnachten? Doch, aber nur eine Woche. Okay, schön, wo geht's hin? Skifahren in die Schweiz. Schön. Ja, und dann noch was Erfreuliches für die BWL-Fakultät der Universität des Saarlandes, also, wie wir hier sehen. Die Kamera ist so ein kleiner Artikel, belegt die BWL-Fakultät Nummer 1 in Forschung, was Wirtschaftsprüfung, Betriebswirtschaftslehre und Steuerlehre angeht, ist eigentlich ganz gut. Das Ranking ist von der KMU und von der Zeitschrift für KMU und Entrepreneurship. Ja, also ich denke, es tut ganz gut der Fakultät auf jeden Fall. Das stimmt, ja. Ich glaube, das war auch in der Saarbrücker Zeitung, oder? Ja, der Artikel ist von der Saarbrücker Zeitung, aber ausgezeichnet worden von der Zeitschrift, ja, genau. Ja,
Nee, das hört sich gut an. Ja. Sind wir an der richtigen Uni? Okay. Jetzt bleibt uns nur uns verabschieden, euch eine schöne Woche zu wünschen. Ja, und ich hoffe, wir sehen uns dann nächste Woche zur Weihnachtssendung. Genau. Ja, euch dann eine schöne Woche, vielleicht in der Stadt am Samstagabend bei Midnight Shopping. Ja, macht's gut. Tschüss, ciao. Bis dann.